Oh mein Gott, die Spoiler sind da. Puh, es ist jetzt mittlerweile auch schon 23:30 Uhr nachts, wo ich jetzt dieses Video aufnehme. Und irgendwie ist es aktuell echt so, dass die Spoiler immer relativ spät kommen. Normalerweise kamen die immer schon früh morgens. Und okay, wenn ihr hier irgendwie ein bisschen Rauch seht, dann liegt es daran, dass irgendwie gerade mein Aschenbecher brennt. Ich habe wohl die Zigarette nicht ganz ordentlich ausgemacht. Ja gut, beeilen wir uns ein bisschen mit dem Video, glaube ich, bevor die Bude noch abfackelt letzten Endes. Aber gut, ich will ja so oder so umziehen, also egal. Aktuell ist es einfach so, dass irgendwie die Spoiler, warum auch immer, immer erst relativ spät abends erscheinen, liegt wohl einfach daran, dass der Leaker aus Korea wohl nicht früher an die Spoiler herankommt, was ja an sich nicht tragisch ist, aber es ist immer so dieses Warten und immer F5. F5, F5, wann sind endlich die Spoiler da? Aber endlich, vor 8 Minuten sind sie erschienen, jetzt kann ich sie euch offiziell bringen. Die Spoiler zu One Piece Kapitel 1040 mit dem Titel Worte ohne Bedeutung für die neue Generation. Und diesmal lese ich sie sogar direkt aus dem Pirate Board vor, also direkt die deutsche Übersetzung, dass ich es nicht immer so unbedingt on the fly von Englisch auf Deutsch übersetzen muss. In der Cover Story sehen wir in einem Flashback, wie Neji und Yonji von Big Mom besiegt worden sind. Wir haben ja im letzten Kapitel, in der letzten Coverpage gesehen, dass beide ja von Mondiark in seinem Buch eingeschlossen waren. Und scheinbar wurden beide einfach direkt mal von Big Mom K.O. gehauen und danach halt eben in diese Bücher versiegelt. Big Mom hat Kids Attacke überstanden. Für all die Hater, die draußen gesagt haben, ja, nee, wir wollen nicht, dass Big Mom jetzt irgendwie besiegt wird. Power Scaling und so. Scheinbar hat sie wirklich die Attacke gut überstanden, so erstmal. Sie möchte jetzt als nächstes allen um sich herum die Lebensspanne klauen, aber Law hält sie auf. Okay, sie möchte allen die Lebensspanne klauen, wahrscheinlich den ganzen Homies, gehe ich mal davon aus, um sich selber wieder zu heilen. Aber wie wollte Law sie aufhalten? Hat Law nicht noch im letzten Kapitel gemeint, das ist meine letzte Attacke, ich bin so am Arsch, wegen der ganzen Awakening-Sache und sowas, ich kann danach gar nichts mehr machen und jetzt macht er halt irgendwie doch irgendwas. Na gut, egal, Storytelling halt. Kid schießt weiter auf sie ein, bis der Boden durchbricht. Big Mom stürzt nach unten und kracht durch das Waffenlager, wo sie den Flammengeist und die Bomben mitnimmt. Ja. Das war wohl Odas einfachste Lösung, wie man eben diesen komischen Flammengeist und die ganzen Bomben loswerden kann. Eigentlich hätte man wirklich sogar drauf kommen können, dass sowas in der Art passiert. Naja, okay. Als sie herabstürzt, fragt sie Roger in Gedanken, warum er nicht offenbart hat, was das One Piece ist und wo man es findet, als er hingerichtet wurde. Ja, gut. Fragen wir uns auch alle, deswegen ja die ganzen Theorien und sowas. Okay. Big Mom stürzt in das Loch in Wano Kuni, während sie Law und Kid sagt, dass sie nicht so einfach sterben wird. Wir sehen eine große Explosion im Loch und der Erzähler erklärt Law und Kid als die Sieger des Kampfes. Also, fassen wir das mal zusammen. Big Mom stürzt in das Loch hinunter, wo Law eben gemacht hat. Sagt aber, dass sie wahrscheinlich nicht so einfach sterben wird, also können wir wirklich davon ausgehen, dass Big Mom nicht tot ist, sondern einfach nur wirklich besiegt worden ist. Was einer meiner User geschrieben hat in den Kommentaren, fand ich ganz interessant. Ich weiß es nur gerade nicht mehr, wer genau. Melde dich auf jeden Fall nochmal unter den Kommentaren, damit du Credit für diese Idee bekommst. Ups. Und zwar hatte der User gesagt, es könnte doch sein, dass Big Mom möglicherweise auf Wano Kuni kracht, sich vielleicht einen Kopf anschlägt und dann eben wieder zu der guten Olin wird. Und das fände ich eigentlich eine wirklich coole Sache. Vielleicht sehen wir ja irgendwann mal eine Coverpage-Story von Big Mom, wo wir dann halt eben nicht, also wo Big Mom dann so aus dem Loch krabbelt, so, aber halt nicht die böse Big Mom, so wie wir sie jetzt kennen, sondern eben die gute Big Mom, die Olin Big Mom, und dann bleibt sie vielleicht in Wano Kuni, denn immerhin hat sich ja Big Mom auch sehr gut mit Otama verstanden. Und was, wenn letzten Endes so das Ende der Geschichte ist? Big Mom wird durch den Sturz gut, weil sie halt alles Böse sozusagen vergessen hat durch den Aufprall, befreundet sich wieder weiter mit Otama und bleibt in Wano Kuni sozusagen als die Beschützerin von Wano Kuni. Dann könnte da auch die Weltregierung und so nicht einfach so einmarschieren. Das wäre schon irgendwie geil. Aber ja, Law und Kid haben auf jeden Fall das Duell gewonnen und ich weiß jetzt schon, dass es in Kommentaren wieder einigen Hate geben wird und auch hier so in den Foren wie zum Beispiel Pirate Bot. Nee, das macht doch keinen Sinn. Law und Kid können doch nicht Big Mom besiegen. Ja, doch.
Das macht Sinn. Wieso soll Ruffy einen Kaido besiegen können, aber Law und Kid ebenfalls zweite Supernova? Law mit der ultimativen Teufelsfrucht, Kid, der immer schon als Rivale von Ruffy geplant war von Oda. Beide zusammen können doch wohl ebenfalls einen Kaiser besiegen. Also ich finde es gut. Ich finde es immer ganz geil in Animes und sowas, wenn nicht der Hauptprotagonist immer alles alleine macht. Meine Meinung. Momonosuke sagt Yamato, dass Sunisha in der Nähe ist. Yamato ist überrascht und fragt, ob das der Elefant aus Odens Tagebuch ist. Momonosuke bestätigt dies. Es handelt sich um einen von Joy Boys Kameraden, welcher vor 800 Jahren ein Verbrechen begangen hat. Also gut, das mit dem Verbrechen wussten wir ja schon, dass Sunisha irgendwas gemacht hat, weswegen er eben ewig lang durch die Meere stapfen musste. Was das war, frage ich mich aber immer noch bis heute. Wenn ihr da vielleicht eine Idee habt, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich kann mir da wirklich keinen großen Reim drauf machen. Meine Idee bisher war immer so, dass die Minks sozusagen auch befreundet waren mit dem antiken Königreich und eigentlich mit dem antiken Königreich zusammen hätten vielleicht gegen die Weltregierung kämpfen müssen. Ähnlich wie es zum Beispiel die in Shandora gemacht haben. Die haben ja auch irgendwelche Einwanderer und sowas erledigt. Was, wenn Sunisha sozusagen die Minks dazu gebracht hat, ihre Insel auf seinen Rücken zu legen und dann mit den Minks einfach abgehauen ist, weil er einfach nicht wollte, dass seine kleinen tierischen Freunde verletzt werden. Was, wenn das vielleicht das Verbrechen war? Sunisha hat eine gute Tat begangen, aber dadurch, dass eben das antike Königreich dadurch an Streitkraft verloren hat, haben sie vielleicht Sunisha dafür beschuldigt, dass durch ihn eben das antike Königreich ausgestorben ist. Wäre jetzt mal so meine grobe Theorie. Was ich aber interessant finde, ist halt wie gesagt dieser Satz mit, dass es sich bei Sunisha um Joy Boys Kameraden handelt. Weil das bestätigt ja immerhin, dass Sunisha auf jeden Fall zur guten Seite zum antiken Königreich wohl in irgendeiner Form gehört hat. Und dann würde ja meine Theorie auch wieder irgendwie in irgendeiner Weise, sage ich mal, Sinn ergeben. Ja, doch, macht glaube ich Sinn. Also fassen wir das Kapitel, die Spoiler mal ganz kurz zusammen. Die Cover Story zeigt eben, wie Neji und Yonji von Big Mom besiegt worden sind. Big Mom hält erstmal die Attacke von Kid aus, möchte dann eben die Lebensspanne klauen, Law hält sie aber auf. Kid schießt weiter auf sie ein, der Boden von Onigashima bricht herunter, sie fällt nach Wano Kuni genau in das Loch rein, zusammen eben mit dem Flammengeist und den Bomben, was auf einmal alle Probleme natürlich löst. Wobei ich mich frage, was ist dann mit Momonosuke, weil der zieht doch gerade Onigashima und wenn da auf einmal so alles runterfällt, sollte ihn auch ja in irgendeiner Form beeinflusst haben. Naja, als sie eben herabstürzt, fragt sie eben Roger, warum er niemals erwähnt hat, was das One Piece genau ist. Ja, Big Mom stürzt ins Loch von Wano Kuni, bla bla bla. Kid und Law haben den Kampf gewonnen. Momonosuke und Yamato sprechen kurz über Sunisha. Wird auf jeden Fall ein interessantes Kapitel. Vielleicht erfahren wir auch das ein oder andere, was wir jetzt in den kleinen Spoilern nicht haben. Falls mehr Spoiler kommen sollten, halte ich euch natürlich darüber in den Kommentaren unter diesem Video auf den Laufenden. Wenn euch das Spoiler-Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn gerade du neu auf diesem Kanal bist, dann smash doch einmal kräftig den Abo-Button, um auch in Zukunft keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Time to Nerd. Sayonara.